Die Entlastung des unteren Rückens auf ganz simple Weise. Entweder legt ihr euch nachmittags eine halbe Stunde hin mit hochgelagerten Beinen, dann saugen sich die Bandscheiben im unteren Rücken auch wieder etwas voller und ihr habt wieder Kapazitäten für den Rest des Tages, oder ihr macht diese kleine, etwas intensivere Variante, die ich euch jetzt direkt zeigen werde. Bei dieser Übung geht es einfach darum, dass ihr den unteren Rücken, das Becken aushängt, und zwar an einer Bank, so wie ich es bei dieser jetzt machen werde, oder am Tisch einfach zu Hause, am Küchentisch. Ich kann es am Küchentisch nicht machen, meiner ist so rund, das trifft sich nicht so gut. Also einfach das Becken etwas unterlagern, wenn nicht sowieso das Ganze gepuffert ist, wie bei mir bei dieser Bank. Dann nehmt euch ein Kissen hinzu und legt es euch im Bereich des Unterbauches des Beckens an und dann beginnt auch schon die Übung. Ich erkläre währenddessen weiter. Wir sollten uns natürlich festhalten können und dann sind wir mit dem Becken gerade noch so an der Kante dran. Wie ich schon gemeint habe, besser unterlagern mit etwas Weichem, falls wir es auf einem harten Küchentisch machen. Also ruhig ein Kissen oder sonstiges unter den Bauch bis ans Becken, bis an diese spitzen Beckenknochen hier vorne, an die Spina Iliaca Anterior Superior. Ich muss immer ein bisschen angeben mit Fachwissen hier, ne? Unterlagern und dann von den Beinen her einfach alles hängen lassen, so dass sich der untere Rücken lang zieht, dass hier alles weit wird. Das heißt also, ihr haltet euch fest, die Füße stützen sich nicht ab und das Becken hängt einfach runter. Das ist eine schnelle und intensive Art, um den unteren Rücken zu entlasten, eine Höhenminderung in den Bandscheiben entgegenzuwirken und die Bandscheiben wieder ein bisschen mit mehr Flüssigkeit aufzusaugen. Wenn ihr Probleme mit Durchbrechgefühl oder anderen Spannungen im unteren Rücken habt, gerne mal oben unter dem i, also unter der Infokarte oben rechts in der Ecke nachschauen. Da habe ich noch ein mögliches Video aus der chinesischen Medizin zur Gallenblase 41 verlinkt und das kann auch noch zu einer guten, schnellen Entlastung im unteren Rücken führen. Möge Gesundheit euer ständiger Begleiter sein.